Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Breath of Fire 3. Und wir befinden uns ja mittlerweile in einem Turm, den wir ja gefunden haben, nachdem wir vom Berg abgestiegen sind. Und ich muss jetzt hier wohl irgendwie versuchen, die Kristalle in Gang zu bringen. Ich weiß es allerdings nicht, aber ich will es auf jeden Fall mal probieren. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Und hier ist noch ein Gang. Also ich merke schon, dieser Turm ist auf jeden Fall groß. Und er ist ja mit Monstern gefüllt. Wow, was zur Hölle. Wristbot G? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen diese Gegner bestehe? Gar nicht? Moment, halt. Nee, ich will fliehen. Bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich gehe hier raus. Nee, das ist mir echt gerade zu gefährlich. Irgendwie. Zumindest nicht, zumindest in Ninas derzeitigen Zustand. Wow. Also die Monster sahen gefährlich aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie stark sie sind. Ich will es auch noch nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Also sehe ich jetzt erstmal zu, dass ich hier noch mit den normalen Gegnern hier kämpfe. Mit der Zamex zum Beispiel. Um Nina halt ein bisschen aufzuleveln. Ja, weil die ist schon nach 2 Angriffen tot. Schon allein aus diesem Grund. So, mach es fertig. Okay, sie lebt noch. Immerhin. Und tschüss. Okay. Das ist super. Das ist sehr gut. Okay. Dann heilen wir Nina erstmal wieder. Boah, mit 27 HP. Das ist die reinste Herausforderung. Mit so wenig HP Nina hier überleben zu lassen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich probiere jetzt mal was anderes und das war wieder der falsche Knopf. So, naja, wie, die kann ich schräg schießen. So, und jetzt schnell raus hier. Ah ne, geht ja nicht. Ich muss oben rum. Okay, schnell, schnell, schnell. Ich will wissen, ob ich das schaffen kann. Ah, wo ist der Ausgang? Da. Ich will die Kristalle entzünden. Ich will sie, oder sowas in der Art. Schnell, schnell, schnell. Nina ist viel zu langsam. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind, wenn Gegner kommen würden. Dann hätte ich ein Problem. So. Eins. Und... Na, Mensch, Nina! Zwei. Oh Gott. Drei. Komm schon, das schaffe ich noch. Vier. Und... Yay, das Wasser geht runter. Olé. Und ich komme an die Truhe. Ich hoffe, ich kann auch so rum. Ohne von irgendwelchen Gegnern überrascht zu werden. Nein, das bleibt mir nicht erspart. Aber es ist nur so ein Protobot. Von daher. Aber was mir gerade so auffällt, wenn ich auf diesen Protobot mal gucke. Der hat da irgendwie ein Gesicht drauf. Ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Aber interessant zu sehen, dass dieser Protobot ein Gesicht hat. Naja. So, gut. Dann bin ich ja gespannt, was in dieser Truhe gleich da drin ist. Und wehe, da ist nichts Brauchbares. Wehe, das war jetzt alles für nix und wieder nix. Wobei ich denke mal, das wird nicht umsonst so gewesen sein. Ich sehe es ja jetzt. Und wir finden Multivitamin. Toll. Also habe ich es im Prinzip doch für nichts und wieder nichts gemacht. Also wirklich gelohnt hat sich's nicht. Wenn ich ehrlich sein soll. Und wir kämpfen gegen einen Wal. Okay. Und... Na, so schnell geht er nicht kaputt. Muss ich eigentlich mit rechnen. Und wer wird jetzt vergiftet? Nina, natürlich. Ausgerechnet die, die am schwächsten ist. Vergreif dich mal ein Stärkere, du Scheißding. Okay, komm her. Wir reißen dich jetzt auseinander. Na gut, nicht ganz, aber jetzt... So, hast du davon. Was kommt davon, wenn du meine Partymitglieder hier vergiftest? Vor allem auch noch Nina. Vor allem diejenige, die hier am schnellsten stirbt. Und wo haben wir Antidot? Scheiße, ich habe halt keine mehr. Moment, ich hebe mir lieber noch ein paar auf. Ich meine, ich habe doch noch was bei Magie. Antidot, genau. Ich wusste doch, ich habe da was. Gut, jetzt muss ich noch gucken. Ich gehe, glaube ich... Ne, hier kann ich noch nach rechts. Hier sind nur Krüge. Irgendwo
irgendwo was drin? Nö. Toll, wozu ist dieser Raum hier? Vielleicht. Nee, das geht auch nicht. Schade. Ah, toll. Ein leerer Raum mit nix. Auch gut. Na, wer will jetzt was von uns? Zwei Protobots, okay. Als weiter nichts ist. Ich habe Schlimmeres erwartet. Ja, sofern ihr nicht immer so feige seid und immer nieder angreift. Ich glaube, es geht los hier. Immerhin könnt ihr nicht immer treffen. Ich meine, Nina ist doch im Hintergrund, oder nicht? Moment. Nina greift zuerst an. Ich frage mich gerade, ob Blitz gegen diese Maschinen was bringt. Ich kann es ja mal probieren, spaßig halber. Okay, mal sehen. Sofern sie mir noch nicht abkratzt. Ruck. Okay, es bringt auf jeden Fall einiges. Way, und sie sind weg. Wunderbar. DJ K hat gleich wieder Level Up erreicht. Das ist super. Schaffe ich auf jeden Fall noch. Also in diesem Video auf jeden Fall. Jetzt muss ich gucken, wo ich überhaupt hier als nächstes hin muss. Das Schlimmste wäre, wenn ich wirklich diesen einen Weg da lang gehen muss, wo ich Angst vor habe noch. Das würde mir echt fehlen. Vor allem mit einer geschwächten Nina. Wäre das die reinste Herausforderung. Zwei Zahmechsen. Na, kommt her. Ach, verdammt, ich habe vergessen, Nina zu heilen. Na, wenn das jetzt mal kein Fehler war. Gut, daneben. Das war knapp. Und tschüss. So, bleibt nur noch die eine Zahnechse, die ausgerechnet Nina mal wieder umbringt. Okay, Leute. Ich glaube, ich mache bald einen Zähler für Ninas Tode. Sollte ich echt mal einführen, ey, wie oft die hier stirbt. Im letzten Video ist er auch schon echt oft gestorben. Na toll. Ausgerechnet jetzt ist der Held blind. Magie kann er aber einsetzen, aber er hat ja, besteigen. Okay, aber das bringt gerade nicht wirklich viel. Ne, prüfen wir ja auch nicht. Ich greife ihn einfach mal an. Wenn es jetzt gleich zu knapp wird, dann flüchte ich. Okay. Oder ich benutze Heilkräuter, genau. Okay, ich lebe noch. Dank den Heilkräutern. So, gut. Jetzt kann ich mich erstmal wieder darauf konzentrieren, diese Zahmechse anzugreifen. Und dann passt das schon. So. Gut. Die ist gleich weg. Naja, fast. Noch, Mensch. Na, komm schon. Das schaffen wir noch. Aber wenn das so weitergeht, aber nicht. So. Der mächtige Gegner ist tot, oh ja. Und wie mächtig der war. Und die Jackie hat Level ab und jetzt weiß ich nicht, ob da noch irgendetwas Brauchbares stand. Naja, was soll's. Nina, die bekommt immer weniger HP. So oft wie die hier stirbt. Super, ey. Und wer hat Schuld? Ich. Was ist das? Summ, gefährlich nicht, ich Protobot. Wie kämpfen, ich erklären. Was? Okay, ich brauche keine Information, wie man kämpft. Viele versuchen es am besten. Schwachpunkte haben alle irgendwo. Ja, du mich auch. Ach Mensch. Ich wüsste gerne, was ich hier überhaupt auf diesem Turm soll. Ich bin mir, also ich gehe zwar stark davon aus, dass ich diesen... Du ergreifst die Initiative. Kann ich auch fliehen? Ja, ich versuch's mal. Yay! Gegen zwei Orks kämpfe ich nicht. Vor allem nicht mit so einer geschwächten Nina. Aber ich gehe zwar wirklich stark davon aus, dass ich diesen Weg gehen muss, den ich eigentlich nicht gehen will. Also hier jetzt rechts den Weg. Oh Gott. Das kann was werden. Aber ich wage einfach mal hier einen Schritt. Ich meine, ich habe genug Heilkräuter. Die Monster sind zwar riesig. Oh Gott. Zwei Gies, Moment. So, machen wir es so. Okay. Die habe ich erstmal geruckt. Oh Gott, die halten auch noch viel aus. Eishauch? Gegen beide?
Na, wie viel zieht das ab? Na, es geht noch. Ich habe es jetzt stärker erwartet. Es zieht auf jeden Fall sehr viel Zeit hin. Na super. Wow, okay, ich muss fliehen. Hoffentlich klappt das. Ja. Okay. Das hätten wir. Da muss ich jetzt nur noch zusehen, dass ich so heile. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mit der Hoffnung, dass ich hier noch einen Weg finde. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.